Wir haben ja die Sammlung Gegenwartskunst jetzt aktuell komplett neu präsentiert. Zum ersten Mal seit der Erstpräsentation 2012. Wir sind heute hier mit Dr. Christina Leber. Hallo Christina. Wir haben hier einen Raum, wo immerhin zwei sehr schöne Arbeiten der DZ-Bank-Kunstsammlung im Städel hängen, zusammen mit Arbeiten, die man sich nicht unbedingt in eurer Sammlung erwarten würde, beziehungsweise die bewusst den Bezugsrahmen der Fotografie erweitern. Ja, wir haben ganz viele Maler, Bildhauer, Landart-Künstler in der Sammlung. Aber diese Maler, Bildhauer und so weiter befragen die Fotografie häufig anders als reine Fotografen. Und beim Immi Knöbel, finde ich, kann man das wunderbar sehen, wenn man immer Immi Knöbels Malereien kennt, dann erwartet man, glaube ich, nicht eine solche Arbeit von ihm. Ohne Titel für Olga Lina, was, glaube ich, seine Tochter ist. Und ein Stern ist eben der Olga Lina-Stern, den seither alle Kuratoren, Restauratoren, Besucher und überhaupt jeder Mensch sucht, der das Bild sieht oder die Arbeit sieht, aber noch nicht gefunden wurde. Wir haben links eine Arbeit, die vielleicht auch, glaube ich, in dem Kontext auch eine deiner Lieblingsarbeiten sein könnte. In dem Fall noch neun Arbeiten, aber auch im Raster gehängt von Bernd und Hila Becher. Ja, also es geht hier im Grunde nur noch um die Fläche und die Form. Und wenn man sich hier im Raum umguckt, geht es ja im Grunde um Ungegenständlichkeit. Und dadurch, dass die Kunstwerke in diesen Kontext eingebettet sind, werden sie auch zu ungegenständlichen Arbeiten. Und der Link wird absolut sichtbar, verständlich auch. Das finde ich immer wieder großartig an euren Hängungen, muss ich sagen, weil da braucht man nicht mehr viel zu lesen. Direkt angrenzend, ein Raum, wo es eben auch darum geht, was passiert eigentlich dann mit der Fotografie, wenn sie eben aus dem kleinen Format, aus dem kleinteiligen Schwarz-Weißen löst und die neue Dimension, eben dass Fotografie plötzlich riesengroß war. Ich fand diese neue Werbung, weiß nicht, was du davon denkst, von Angela Grauerholz sehr schön. Hier ist Fotografie unscharf, aber eben deswegen, weil sie Malerei sein möchte. Und das fand ich halt ganz schön zu verstehen, wie eben auf unterschiedlichen Ebenen die beiden Medien sich gegenseitig in Frage stellen und eben, wie gesagt, vor sich hertreiben. Ja, und ich glaube, dass es auch der Fall ist, dass die Künstler abbilden wollten, dass es auch um eine Form der Emotionalisierung geht. Also diese Trübheit oder diese Unschärfe produziert in uns ja immer eine stärkere Selbstreflexion. Und diese stärkere Selbstreflexion bringt uns in andere Bildwahrnehmung, als wenn wir etwas glauben zu erkennen und denken, ah, das kenne ich, da war ich schon oder so. Ja, also schon wieder dieses "es ist so gewesen" wird von der Fotografie in der Zeit einfach wahnsinnig in Frage gestellt. Diesen urbanen Raum finde ich auch großartig, muss ich sagen. Und zwar auch, weil für meine Begriffe zum Beispiel diese Mauer, diese Trennung, wie es mit Europa weitergeht, jetzt nach dieser Krise, die wir alle durchleben, oder hier beim Strut, die leeren Straßen in New York, sind plötzlich Bilder, die ganz andere Lesbarkeit haben. Ich finde solche Dialoge, wenn man sich hier reinbegibt und einfach in seine Wahrnehmung geht und die verschiedenen Schichten der eigenen Wahrnehmung zulässt, ja, dann hat man ganz viele Möglichkeiten der Rezeption in diesem Raum oder in diesem Raum. Gehen wir mal kurz hin. Eine Gegenüberstellung, die auch uns sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Also zwei ganz unterschiedliche ästhetische Herangehensweisen, ja. Auch sehr, sehr unterschiedliche Generationen. Also tatsächlich bei Lasse Burkhardt relativ nah an dokumentarischen, irgendwie am Abbilden. Mhm. Auf der anderen Seite aber eben eine ganz sehr viel jüngere Generation, Beate Gütschow, die eben einen Ruinenort inszeniert, aber indem sie eben die einzelnen sozusagen Elemente im Bild zusammen kollagiert. Also ja, genau, am Bild, Computer. Ein genau, Bild, was eben entsteht als malerische Fiktion. Ja, und der Balthasar Burkhardt ist ja nicht nur eine Vedute, also eigentlich auch ein altes Genre in der Kunstgeschichte, sondern ich finde, er verbindet sich auch ganz wunderbar mit dem Raum der Serialität, in dem wir vorher waren, bei Becher und so weiter, weil dieses Raster, das sich da anordnet, ist für mich ja auch ein serielles Raster. Eine der schönsten Arbeiten von Cindy Sherman, wo sie eben sich mit ihrem damaligen Partner
im Geschlechtertausch eben selbst porträtiert und tatsächlich, wenn man es nicht weiß, man sich schwer tut, zuzuordnen, so ganz eindeutig, wer ist wer und worum geht es eigentlich. Wenn man es weiß, sieht man es dann schon. Aber wir haben daneben eben dann eine Arbeit von Mark Manders, die er selbst eben auch Fragment of a Self-Portrait as a Building bezeichnet und wo man dann als Betrachter wunderbar beginnen kann zu überlegen, also was heißt eigentlich hier Self-Portrait und was wird porträtiert und wie erweitert sich das Self-Portrait über andere Personen, über Dinge, die man mit sich trägt. Und der ganze Raum hat dann eben dieses Spiel plötzlich mit den Blumes oder mit Jürgen Klauke, wo es darum geht, okay, wie das Selbst eben immer wieder neu sich darstellt. Ja, absolut. Und dennoch hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass es auch ein sehr medialer Ort ist, weil da bei der Hirschman Leeson oder auch beim Matthew Barney oder auch beim Klauke geht es ja auch um eine Form der Bewegung, also eigentlich um eine filmische Rezeption in der Fotografie. Auch bei den Blumes. Ja? Also es geht tatsächlich um angehaltene Bilder, Filmstills, Bewegungen, die abgebildet werden. Deswegen fand ich diesen Ort auch sehr medial. Ja? Der Raum heißt ja auch Porträt jenseits des Darstellbaren. Das Darstellbare ist einerseits die Fotografie, die Malerei, aber eben auch die Skulptur und der Film. Vielen Dank, du warst eine der ersten Besucherinnen der Neupräsentation und offensichtlich gibt es ganz viele Fragen, die wir noch in den nächsten Wochen, Monaten mit den Besuchern, aber auch mit unseren Freunden der Z-Bank-Kunstsammlung besprechen können. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis bald.